herzlich willkommen bei Tag Nummer 16 unserer Fittorial Challenge in 30 Tagen zum Sportler-Mindset. Ihr könnt ganz entspannt sein, heute gibt es kein Workout. Einfach in die Couch mümmeln, ohne Snacks, ohne Softdrink, total enttäuschend, und uns lauschen. Ja, wir müssen mal etwas über uns verraten. Ja, viele haben es sich wahrscheinlich auch schon gedacht. Die Wahrheit über uns, wie sollen wir es anders sagen? Ja, es stimmt, wir machen nicht nur 5 Minuten Workouts. Ja? Es ist nicht nur Fittorial 5. Ja, also wer sich jetzt gedacht hat, so cool, ich möchte auch so eine tolle Figur wie die Melli haben und ich möchte auch so sportliche Oberschenkel bekommen. Das ist ja praktisch. Ich brauche in der Woche nur 5 Minuten trainieren. Nein. Leider nein. Man hat es ja sicherlich schon mal so ein bisschen rausgehört aus den Sachen, die ich zwischendurch erzählt habe. Also ich arbeite nebenberuflich noch als Trainerin, bin in der Gruppenfitness tätig und ich gebe Kurse. Zum einen ein Format, das ist so eine Mischung aus Yoga, Pilates und Tai Chi, außerdem noch ein Tanzprogramm. Aber ich trainiere auch für mich unglaublich viel. Also ich mache ein Langhanteltraining, also Kraftausdauer, wo ich wirklich alle Hauptmuskelgruppen einmal mit Gewicht durchtrainiere. Ich mache Ballett-inspiriertes Programm, das ich gerne für mich trainiere. Ich mache ein Programm, wo es auch darum geht, den Körper einmal von oben bis unten durchzuformen und wirklich mal so an die Rumpfmuskulatur zu gehen, die Schlingenmuskulatur, aber auch den Rücken, den Po, die Beine. Also da ist wirklich von allem etwas dabei. Und spätestens jetzt sind alle Zuschauer total demotiviert und denken sich, toll, das werde ich ja nie schaffen. Und genau da war der Fehler, denn das ist ja das, was wir euch hier vermitteln wollen. Deswegen haben wir auch so wirklich leicht angefangen mit wirklich diesen 5 Minuten mit leichten Optionen. Weil natürlich ist ja total logisch, dass man niemals da einsteigen kann. Nein. Aber man kommt eben dahin. Und wie kommt man dahin? Natürlich Step by Step. Und das soll euch jetzt nicht so demotivieren, wenn wir sagen, was wir alles machen. Denn es ist tatsächlich auch so, dass das, was wir hier bei Fittorial machen, diese Übungen, das ist wirklich einfach immer die Basis für alles, was wir da drauf packen. Eben. Und wir dachten, es ist auch wichtig, das einmal zu kommunizieren, weil das häufig auch so ein Irrglaube ist. Man kennt es manchmal, glaube ich, hast du schon mal gesehen, diese, wie heißt es, EMS-Training, ja, wo dann so geworben wird, 3x 20 Minuten oder so. Ja, das ist ein schöner Werbeslogan, wird natürlich aber nicht der Realität entsprechen. Und hier muss man auch nochmal gucken, was da eigentlich beworben wird. Häufig geht es dann irgendwie doch nur, ich habe es eben so ein bisschen scherzhaft angedeutet, es geht auch irgendwie nur um die Optik und wir nehmen so ganz einfache zwei Dinge. Einmal den Wunsch, super topfit auszusehen und gleichzeitig mit minimalem Aufwand. Mhm. Ja? Und diese Sachen, die lassen sich halt überhaupt nicht annähernd in die Nähe bringen. Das funktioniert gar nicht. Lassen sich halt nur gut verkaufen. Also lässt sich sehr gut verkaufen, lässt sich aber in der Realität im Prinzip gar nicht umsetzen. Nee. Ja, also die Wahrheit bei dir, du hast es ja schon gesagt, was du alles machst. Bei mir ist es tatsächlich 1 bis 2 Mal die Woche noch ein Basketballtraining. Und ich habe keine festen Zeiten, das hatten wir auch schon mal. Aber für mich ist wirklich so, ist es so, dass ich permanent eigentlich scanne, wo könnte es ein Workout geben? Das kann mal sein, dass Freunde zum Wochenende fragen, sollen wir mit dem Fahrrad um die Nordschleife, um den Nürburgring fahren? Dann sage ich, 22 Kilometer mit dem Fahrrad rauf und runter, sofort. Oder jemand fragt, sollen wir mal, weiß ich nicht, in den österreichischen Alpen auf 2200 Meter kraxeln? Alles vorgekommen, da war sie dabei. Ja, sofort. Ja? Und so komme ich sozusagen auf mein Pensum. Habe, wie gesagt, nicht so feste Termine, aber in der Woche ist es natürlich schon viel. Und in den Wintermonaten gehst du ja auch ins Fitnessstudio. Das sollte man vielleicht auch nicht unterschlagen. Richtig, also gerade weil ja in den Wintermonaten es häufig schwieriger ist, draußen was zu finden. Oder ich bin auch ein Weichei. Also alles unter 10 Grad macht mir draußen gar nicht mehr so viel Spaß. Außer Snowboard fahren, aber da packt man sich auch fett ein. Und dementsprechend substituiere ich so ein bisschen in den Wintermonaten mit dem Fitnessstudio. Ja, was wollen wir euch letztlich damit sagen? Wenn ihr dieses Programm fertig macht, diese 30 Tage, und ab dann
mit einer Basis, die ihr dann aufgebaut habt, auch selber dann eben was findet, was euch Spaß macht. Und es kann auch weiterhin Tutorial 5 sein. Auf jeden Fall. Es sollte halt nicht irgendwie bei einem 5-Minuten-Workout in der Woche bleiben, sondern an mehreren Tagen in der Woche, mehrere Workouts auch vielleicht hintereinander. Da kann man sich ja rantasten. Na, also das ist eigentlich so das, was wir euch mitgeben wollen. Dieses nur 5 Minuten und nur einmal in der Woche reicht definitiv nicht. Aber es ist wirklich ein guter Ausgangspunkt, um sich von da aus zu entwickeln. Und wenig ist immer besser als gar nichts. Das möchte ich auch gerne nochmal betonen. Also jetzt zu sagen, ja, aber irgendwie zu mehr als 2-mal die Woche oder so kann ich mich nicht aufraffen. Immerhin, dann tu das um Gottes Willen. Und gut, dass du das nochmal sagst, weil wir haben ja jetzt schon mitten in der Challenge zeitlich gesehen und wir kriegen ja mittlerweile auch schon Feedback und ich habe dann tatsächlich auch schon das Feedback gehört. Ja, aber so einmal so 5 Minuten jetzt irgendwie was machen, das bringt's ja auch nicht. Und diese Denke finde ich mal ganz, ganz schwierig, weil es genau das, was wir in diesem Video ja gerade ansprechen, nochmal so verdeutlicht. Da ist jemand, der sagt, ich will eigentlich ein Top-Sportler sein, aber die 5 Minuten, die lohnen sich ja nicht. Also investiere ich die gar nicht. Und diesen Sprung von da nach da, den gibt es nicht. Den wirst du nicht finden. Der Weg von hier nach hier geht nur über heute mal ein 5-Minuten-Workout. Morgen vielleicht mal 2 5-Minuten-Workouts. Und das machst du einen Monat lang. Ihr werdet sehen, wenn ihr das hier alles strikt mitmacht. Dann werdet ihr nächsten Monat feststellen oder nach den 30 Tagen feststellen, krass, jetzt geht mehr. Ja. Und dann steht ihr eben nicht mehr da unten, sondern ihr steht schon hier. Und dann ist der Weg eben nicht mehr so weit entfernt. Und irgendwann, wenn ihr konsequenter dran bleibt, dann macht ihr auch 3-mal die Woche irgendein sportliches Programm von 5 bis 60 Minuten, was weiß ich. Und ihr fragt euch dann, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass ich so weit, dass ich jetzt hier bin? Ja. Wie ist das passiert? Und die Antwort ist eben nicht, ich bin von da nach da gesprungen, sondern ich bin die ganzen Stufen nach oben gegangen. Und die ersten 30 Stufen gehen wir mit euch zusammen. Ja, ich würde sagen, das ist doch mal eine Ansage, oder? Ein Versprechen, eine Zusage. Da könnt ihr uns drauf festnageln und ja, auf die zweite Hälfte. Auf die zweite Hälfte. Morgen dann sehr wahrscheinlich wieder mit einem schönen, kurzen Workout. Ich glaube, da sind so ein paar Variationen noch. Bis morgen. Bis morgen.